Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Es ist mal wieder soweit, das jetzt doch schon etwas ältere Spiel wird mal wieder rausgekramt, denn es ist ein neues Add-on erschienen, und zwar das Add-on-Projekt Gladbeck. Und das kennen wir schon ein bisschen, denn es gab das auch schon mal als Freeware. Das wurde aber jetzt nochmal optimiert und vor allen Dingen ist einiges dazugekommen. Es gibt ein paar neue Linien. Ich glaube, die 222, die wir übrigens in dieser Folge fahren werden, ihr werdet das sicherlich schon erkannt haben, denn wir sind gerade in Mal Mitte. Das ist ja auch schön mit Graffiti beschmiert. Sehr cool gemacht. Die 222 ist, glaube ich, neu in diesem Add-on, aber auch andere Sachen. Und natürlich dieser Bus hier. Auch den kennen wir schon ähnlich, so ähnlich aus dem 3-Generation-Add-on, das es hier auf dem Kanal ja auch schon oft zu sehen gibt. Aber wenn wir uns den jetzt mal anschauen, das ist natürlich ein originaler westische Bus mit allem Zip und Zap. So, die in diesem Bus gekauften Fahrausweise sind bereits entwertet, lernen wir. Sehr hilfreicher Hinweis. Und genau, das ist so der Bus. Wir haben hier auch wieder alle möglichen Funktionen, unter anderem Nothahn. Ja, ich nehme an, dass wir auch... Können wir die Türen auch... ja, wir können die auch von Hand öffnen und sowas. Also das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und hier kann man eben auch Stopp-Knöpfe hier bedienen. Und was neu ist, was es so noch nicht gab, ist... nicht nur hier diese Anzeige, wenn sie denn lädt. Achso, Achso, stimmt. Ich habe falsche Ansicht genommen. Hier ist nämlich nicht mehr die komplette Zielanzeige, sondern eben nur noch die Liniennummer, so wie das in echt auch ist. So, jetzt wollte ich aber noch das hier zeigen. Wir machen mal kurz die Bordspannung an. Und zack. Willkommen auf Gladbeck. Einkaufen hat einen Namen. Westische. Bald ist Weihnachten. Ja, gut. Jedenfalls können wir hier dann auch die Linien sehen. Da werden wir, wenn ich dran denke, gleich nochmal hinswitchen. Das Add-on bietet also einiges. Es gab im Vorfeld so ein bisschen Kritik. Kann ich auch zum Teil nachvollziehen. Natürlich, wenn was irgendwie kostenlos war und dann kostenlos kostenpflichtig wird, dann ist das immer eine schwierige Sache. Und ja, ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Aber man muss auch sagen, da steckt viel Arbeit drin. Und es ist, wenn ich richtig informiert bin, das umfangreichste Add-on. Mir persönlich hat der Trailer dazu nicht so gut gefallen, deswegen habe ich den auch hier auf dem Kanal nicht hochgeladen. Ich glaube, da war ich nicht der Einzige, der war handwerklich einfach nicht gut gemacht, muss man einfach so sagen. Aber sonst das Add-on, da habe ich eben schon mal reingespielt, das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. So, jetzt machen wir den Bus mal startklar mit der 1805, glaube ich, ne? Und die Codenummer 9691. Muss ich für mich behalten, sonst wissen das noch andere. Die Kursnummer, die finden wir hier unten. Wir fahren jetzt Richtung Bur Rathaus. Und das wäre jetzt hier die 22 irgendwas. 22202. Glaube ich, war das 22202. Und damit müssten wir... Genau, müssten wir eigentlich... Ja, richtig schildern. Wir fahren über Polsum. Das ist auch komplett korrekt. Und dann werden wir jetzt mal den Motor starten, Handbremse lösen und genau, Gang einlegen. Ah, ich wollte noch, ich weiß nicht, ob man es jetzt schon sieht. Ja, ich glaube, man sieht es schon. Ja, hier haben wir jetzt auch das Ganze mit den Linienanzeigen. Sehr, sehr cool. Also und auch so sehr realistisch. Also das ist wirklich toll gemacht, finde ich. Die haben wir auch noch sämtliche Monitore. So, jetzt geht's aber los. Ich habe mich übrigens dafür entschieden, den Gelenkbus zu nehmen. Nicht, also es ist nicht die beste Idee auf dieser Linie. Das kann ich schon mal verraten. Aber ich glaube, ihr wollt auch ein bisschen Spaß haben und... Also es ist wirklich kompliziert, weil hier alles etwas knapp ist. Und es ist, aber ich habe eben nochmal gegoogelt, es fahren wohl auch Linienbusse darauf. Also fahren wir auch mit einem Linienbus, wir können aber auch noch den Solobus in eine der nächsten Folgen fahren. Es wird auf jeden Fall extrem lustig, weil einige Straßen, wie gesagt,
äußerst eng gebaut sind. So. Parken wir den mal hier. Behindern wir da irgendjemanden? Nö. Ja, vielleicht ein bisschen noch vorrollen. So. Dann machen wir mal die Tür auf. Und machen mal die Heizung an. Oder ist das hier irgendwie automatisch? Nee. Wäre lustig gewesen, wenn. Oder wäre toll gewesen, wenn. So, wir haben sowieso noch die Tür offen. Das heißt, das ist, ich weiß nicht, wie schnell das warm wird im Bus. Wir können auch mal noch Licht, wobei wir es eigentlich nicht brauchen. Aber so ein bisschen Licht können wir auch noch mal hier an. Ah, nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Nee, wir lassen das mal aus. Wir müssen mal, man soll ja auch ein bisschen Strom sparen. Von daher lassen wir das erstmal aus. So. Guten Tag. Ich glaube, ich habe auch den Fahrscheinverkauf angemacht. Von daher, ja, wird es sicherlich lustig und wir werden sicherlich einiges an Verspätung einholen. Das, da war ich schon mal vor, aber ich denke, das ist auch allen bewusst. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich spule mal ein bisschen vor. Das sind auch noch mal ein paar Leute. Guten Tag. Ich dachte gerade schon, der hätte weniger gegeben, mehr, weniger. Ah, jetzt haben wir auch die Starthaltestelle erreicht. Herzlichen Dank. Okay. Ah ne, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann warten wir noch ein bisschen. Ich wollte mich mal noch vertraut machen mit dem Kassensystem. Storno kann man hier auch immer einreichen. Was ist das? Ach, sogar das kann man hier verschieden. Das ist ja klasse. Ob man das jetzt braucht, weiß ich nicht, aber da ist auch für eine gute Belüftung dann gesorgt. So, und hier haben wir auch noch ein zusätzliches Display. Kontrolle ein. Kontrolle aus. Ich weiß nicht. Ich meine, also es gibt noch Busse mit einem sogenannten Ribas oder sowas. Das soll hier wohl anhängen, so an dem Fenster. Was das jetzt genau für ein Bildschirm ist, das weiß ich nicht. Ah, vielleicht ist das irgendwie für dieses, für diesen Multiplayer. Da muss ich mich auch noch informieren. Es gibt nämlich jetzt irgendwie so einen Multiplayer von Advanced Omnibus Driver. Das war ja jetzt, ja, die hatten ja immer schon so ein paar Zusatzfunktionen und jetzt kommt halt der Multiplayer. Oder ist schon bereits erschienen. Und da kann man wohl auch eigene Speditionen gründen. So, und da wollte ich mich mal informieren, wie das genau funktioniert. Ja. Muss ich mal schauen, wie das alles so vonstatten geht. So, wir haben zwar jetzt noch eine Minute, aber ich glaube, es ist ratsam, diese Minute zu nutzen und schon mal loszufahren, weil es kommt ja jetzt auch keiner. So. Ich musste auch ein bisschen rumprobieren mit den Einstellungen, denn das System, auf dem ich OMSI spiele, das ist eigentlich stark genug für sämtliche Spiele. Nur OMSI hat ja immer das Problem, dass es irgendwie die Ressourcen eines Computers nicht ausnutzt. Ich habe mir schon diesen 4GB-Patch runtergeladen, der eben mehr Arbeitsspeicher dem Spiel zuweist oder wodurch das Spiel mehr Arbeitsspeicher nutzen kann. Aber 4 GB auf einem System, wo man wesentlich mehr zur Verfügung hat, ist natürlich immer noch ein Witz. Von daher musste ich ein bisschen rumspielen mit den Einstellungen, sodass ihr auch noch ein sehr, sehr schönes Ergebnis zu sehen bekommt. Ja, ohne Ruckler, die eben durch das Spiel, beim Laden kann man nichts machen, aber so Ruckler. Oh, wir hätten noch ein bisschen weiter vorfahren müssen, dann wären wir auch erkannt worden. Hoppala, da habe ich irgendeine Ecke mitgenommen. Das ist hier genau schon die erste Stelle. Ich habe keine Ahnung, wie man die mit dem Gelenkbus in der Realität ohne anzuecken schaffen soll. Kann ich mir nicht erklären. Beim besten Willen nicht. Und mit dem Blinker hier setzen.
Ah, du fährst aber auch wieder, ne? Führer schon auf den Dom geschossen. Jetzt aber. Jetzt sind wir zurück auf der Straße hier. Und ja, können jetzt hier auch vielleicht noch ein bisschen Gas geben. Wir werden auch, das muss ich auch so machen, sonst funktioniert es gar nicht. Wir müssen immer mal die 50 Kilometer Beschränkung, die ja eigentlich in der Stadt gilt, überschreiten, sonst kommen wir hoffnungslos verspätet an und das wollen wir eigentlich auch nicht. Und das wird in echt sicherlich auch so gemacht. Es gibt übrigens auch neue KI-Autos hier in dem Add-on. Ach, es gibt so viel. Und ein Smart steht jetzt vor uns. Fahren Sie doch! So. Gut, dann sind wir auch schon an der ersten Haltestelle an der Sickingmühler Straße. Moin, moin. Hallo. Ja, ich hätte gerne hier so ein Ticket. Einfach, ganz einfach. Ist ja ein lustiger Vogel. Einfach, ganz einfach. So, aber immer... Bist du eingeschlafen oder was? Ich will endlich mein Ticket. Boah, oder der ist aber unfreundlich. Ich fand den erst lustig. Jo, Mann, danke schön. So, da kommt niemand. Dann nutzen wir die Chance. Fahren quer rüber. Das ist mitunter etwas schwierig hier an der Stelle. Nächste Haltestelle am Theater. Und dann rollen wir mal langsam ran. Die sind ja hier alle so komfortbedürftig. Ah, ich dachte schon, wir hätten jetzt auch grün, aber dem ist wohl nicht so. Ich finde interessant, dass sich so Städte dauernd neue Busse leisten können, aber Bahnen fast nie gekauft werden neu. Gut, vielleicht gibt es da auch einen Preisunterschied, aber trotzdem, das steht ja in gar keinem Verhältnis. Das finde ich immer sehr, sehr kurios so. Wobei die Bahnen eigentlich dringend erneuert werden müssten, auf vielen. Insbesondere im Ruhrgebiet, da ist das U-Bahn-System ja mehr als veraltet. Ich sag nur Duisburg. Das ist ein Schrecken. Die haben irgendwie kein Geld, aber Busse haben sie ja. Relativ neue. So, dann haben wir jetzt mal hier so eine Pfeilampel. Das heißt, wir können ohne Rücksicht auf Verluste hier durchdonnern. Leider nicht mit einem Gelenkbus, da muss man immer noch ein bisschen gucken. So, und wir haben auch schon die knapp 2 Minuten Verspätung, also es geht schon gut los hier. Aber mit 60 holen wir vielleicht ein bisschen was auf wieder. So, es will auch keiner raus. Ich habe übrigens diese etwas sanftere Überblendung ausgeschaltet, weil mir das irgendwie zu lang dauert dann. Und auch direkt 2 geben können, habe ich jetzt aber nicht. So, schön mit richtig Vollgas erstmal losfahren, damit das Ding auch irgendwie in die Hufe kommt. Wobei man sagen muss, der Citaro 2, der ist ja schon, der beschleunigt wirklich gut. Also, das ist schon irgendwie auch ein Genuss, den zu fahren. Da gibt es ja andere Busmodelle, die da nicht so ganz schön sind in der Hinsicht. So, es gibt einen Haltewunsch, also halten wir. Wir haben auch hier oben ja diese Überwachungskamera, da können wir dann sehen, aha.
Und weiter geht's. Ich setze sogar, wenn ihr das, ihr habt es sicherlich bemerkt, ich setze sogar jetzt korrekterweise Blinker. Ich weiß nicht, ob ich das immer mache oder ob ich es mal wieder vergesse, aber ich versuche es schon immer zu machen, um den möglichst... Entschuldigung, was war das denn? Der kann doch nicht einfach mir reinfahren. Ich habe sogar Vorfahrt gehabt. Boah, ey, unfassbar. Nee, den akzeptiere ich nicht. Den Unfall, da fahre ich jetzt einfach weiter. Das finde ich zu unglaublich. Minuspunkt. Steht immer, war ja auch nicht schwer, sie zu identifizieren. So ein kluger Spruch. So, und jetzt müssen wir hier irgendwie ums Eck kommen. Das wird noch sehr, sehr lustig. Weil es eigentlich nicht funktionieren kann. Äußerst unschön gelöst. So, wir haben wieder einen Haltewunsch. Das heißt, wir lassen die Leute mal kurz raus. Auf der Hochstraße. Ja, das ist so eine Ecke, da weiß ich beim besten Willen nicht, wie es funktionieren soll. Ich kann es mir nicht erklären. Das ist für einen Gelenkbus echt ungeeignet so. Also ich bin jetzt sogar vorne, wie man es eigentlich macht, ich bin ja vorne rumgefahren. So, jetzt schließ mal die Türen hier. Jetzt. War schon 2,5 Minuten. Verspätung. Mensch, 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 Mensch. Unfassbar. So, jetzt aber mal ein bisschen Gas geben. Ja, das kriegen wir noch, das kriegen wir noch, das kriegen wir noch. Perfekt. Dafür ist da wieder rot. Super, super. Toll. Wirklich toll, super. Aber ich hatte so das, den Eindruck, dass sich das trotz aller Kritik auch schon am Release-Tag ganz gut so verkauft. Also es schrieben erstaunlich viele, dass sie es schon haben und so. Das ist ja schon außergewöhnlich. So, und wie es weitergeht, das seht ihr, ihr könnt es euch schon denken, in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, ich spiele OMSI 2, dem Omnibus-Simulator... Oh, großer Versprecher. OMSI 2, dem Omnibus-Simulator auf der Map Gladbeck. Sie haben mir keinen Fahrschein ausgegeben. Bis... Hab ich doch gerade. Bis zum nächsten Mal sage ich tschüss.